Wir ziehen uns heute nochmal Far Cry 5 Pre-Release-Footage rein, und zwar bezüglich der Outfits. Meine Aufgabe ist es ja, euch auf das Spiel bestmöglich vorzubereiten, euch alle Infos zu geben, die ihr zum Kauf braucht. Und deswegen heute auch nochmal ein Video zur Character Customization, also zur Anpassung eures Charakters. Ich erlaube mir nochmal den Hinweis, dass ihr über den Link unterm Video bei kinguin.net günstig Far Cry kaufen könnt. Gebt ihr den Code FRAGNAT ein, kriegt ihr zusätzlich nochmal 3% Guthaben auf der Seite. Ich finde, das ist ein cooler Deal. Schaut mal vorbei, ob euch das Ganze zusagt. So, weiter geht's im Text. Wir ziehen uns hier die Outfits rein. Zu den Outfits natürlich nochmal zu sagen, ihr könnt die nur im Koop-Modus sehen. Ihr selbst seid ja in Ego-Perspektive unterwegs. Das heißt, euer Partner sieht die. Das ist also mehr eine Sache, um rumzuprollen, und weniger eine Sache, die nützlich ist. Das Coole ist, ihr könnt euch auch durch den Arcade-Mode Punkte verdienen, um die Outfits zusammenzubekommen. Und wir ziehen uns einfach mal rein, was es da so an verschiedenen Outfits gibt. An der Stelle dann nochmal einen lieben Dank an Joraptor für dieses Material. Schaut auf jeden Fall auch nochmal auf seinem Kanal vorbei, den verlinke ich auch nochmal unterm Video. Wie ihr seht, gibt es hier wirklich abgefahrene Outfits und Outfit-Konstellationen. Wir werden das entweder einzeln zusammenstellen können oder als ganzes Outfit zusammen quasi kaufen. Es gibt hier so Space Trooper-ähnliche Motorradfahrermonturen, und einige davon müsst ihr eben durch Quests freischalten, durch bestimmte Sachen, die ihr in der Story erledigt. Andere könnt ihr dann eben kaufen für Ingame-Währung oder die Währung, die ihr dann eben aus dem Arcade-Mode bekommen werdet. Es gibt eigentlich für jeden Geschmack irgendwas da. Ihr könnt dem Hope County Baseball-Team beitreten und natürlich auch aus anderen Spielen wieder Outfits bekommen. Zum Beispiel Rainbow Six Siege ist da ganz vorne mit dabei. Hier sind einige sehr schöne, extravagante Sachen dabei. Andere sind vielleicht einfach nur lustig. Ich bin mal gespannt, was ich mir da zusammenschneidern werde. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr von den verschiedenen Outfits haltet. Findet ihr, das ist verschwendete Zeit, sich damit zu beschäftigen? Oder ist es euch das schon wert, dass eure Koop- und PvP-Partner euch in einem bestimmten Look sehen? Mir macht das Ganze hier wieder noch mehr Lust auf das Spiel Far Cry 5. Das kommt ja jetzt am 27.03. raus. Da seid ihr hier auf meinem Kanal wieder bestens up to date mit Infos, Tipps und Tricks und natürlich auch Gameplay. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video rund um Far Cry 5. Das Ganze geht ja jetzt wirklich bald los. Deswegen macht euch darauf gefasst, spielt Far Cry 3 nochmal durch und schaut euch mein Video Far Cry 5 ist besser als Far Cry 3 nochmal an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Fragnaht.